Also, richtig echte Seebären, die haben eine genetische Veranlagung, sich mit anderen richtig echten Seebären darüber zu streiten, wer wohl am ehesten der Chef ist an Bord. Das kannst du überall beobachten. Immer, wenn solche Kerle aufeinandertreffen, dann geht das los. Viele solcher Seeleute denken dann, dass es so eine ganz große Sache ist, wenn sie dann dem anderen Seemann zeigen, dass sie der Chef sind. Das ist aber nicht so. Ein echter Triumph für einen Seemann ist, wenn man dem anderen Seemann signalisiert, dass er der Chef ist und in Wirklichkeit weiß, dass das nicht so ist. Du machst das ganz gut. Du machst das auch ganz gut. Und das Wunderbare daran ist, dass auf diese Weise zwei Männer gleichzeitig triumphieren können. Thank you.